Mitarbeitenden der beiden Häuser mag ich mit auf den Weg geben, dass sie eine ganz hervorragende Arbeit leisten und geleistet haben. Und jetzt in Bezug auf die Corona-Pandemie ist es natürlich eine ganz besondere Herausforderung gewesen. Und dafür sage ich ganz herzlich Dankeschön. Die beiden Standorte hier leisten ganz Hervorragendes im Norden. Also ich habe hier meine Kinder gekriegt im Norden in der Diako. Und meine Familie ist hier natürlich auch schon Patientin oder Patient gewesen. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin. Mit der Patientenbeauftragten Claudia Schmidtke hier. Wir haben uns sehr intensiv über die Krankenhaussituation hier im Norden unterhalten und hatten natürlich das Thema, wie werden wir die Krankenhäuser unterstützen zur Corona-Pandemie. Während der Corona-Pandemie, Krankenhausentlastungsgesetz war Thema, das Konjunkturpaket war Thema, Pflege insgesamt war auch ein großes Thema. Dann Krankenhausneubau, das interessierte sie sehr und das interessiert uns hier natürlich auch. Und in dem Zusammenhang würde ich die Herausforderung nochmal ansprechen, dass wir natürlich ein nördlicher Standort sind und in Bezug auf den Krankenhausneubau müssen wir schon mal darüber nachdenken, auch dänische Patienten hier wieder mit einzubeziehen.